auf? Ja, es nimmt auf. Oh Gott. Ja, kurze Erklärung. Ich habe eigentlich schon Episode 2 aufgenommen, aber der Anfang wurde mal wieder, also eigentlich bis Anfang bis Mitte, wurde mal wieder nicht aufgenommen. Frag mich nicht, wieso. Ich könnte einen einfach abkotzen. Ist halt so. Macht nichts. Also schaltet dann später wieder beim Mitsugi da etc. rein, aber ich muss das jetzt kurz dann mit Charizade nachholen. Macht ja nichts. Das ist auch vollkommen gleich, die Episode. Also die ersten drei Episoden, glaube ich, sind alle gleich, obwohl in Episode 3 ist, glaube ich, ein kleiner Unterschied. I'm not sure. Aber, ja. Episode 1 und 2 sind auf jeden Fall vollkommen gleich immer. Achso, jetzt habe ich das gar nicht vorgelesen. Es tut mir leid! Ich hatte mein Zeitgefühl vollständig verloren, nachdem Jamon mich eingesperrt hatte. Ich glaubte, dass viele Stunden oder sogar ein ganzer Tag seitdem verstrichen waren. Also ich glaube, ich lese jetzt Gardien ein bisschen erwachsener als Chukrette, weil ich glaube, Chukrette ist vielleicht so, keine Ahnung, 16? Frag mich nicht. Und Gardien vielleicht so 18, so um den Dreh, ne? Also hieß ja, sie hätte bald die Schule beendet. Also von daher. Mir kamen düstere Gedanken und mir stiegen die Tränen in die Augen. In diesem Augenblick hörte ich das Klirren eines Schlüsselbundes nicht weit von mir entfernt. Klick! Überrascht schaute ich auf, um herauszufinden, woher dieses Geräusch kam. Jemand war gekommen, um meine Zellentür aufzuschließen. Aufgrund seiner Statur nahm ich an, dass es sich um einen Mann handeln musste. Er trug eine Maske und sprach kein einziges Wort. Von allen Gestalten, die mir bisher über den Weg gelaufen waren, erschien mir diese jedoch noch am wenigsten seltsam. Ich wette mit euch, der Typ sieht unter dieser Maske so scheiße gut aus. Ich wette es mit euch. Aber doch 100 pro. Als er mir die Tür aufhielt, sodass ich die Zelle verlassen konnte, fühlte ich mich deshalb seltsam ruhig. Kann ich gehen? Der Mann legte seinen Finger auf seine Lippen, um mir zu deuten, still zu sein. Ich nahm an, dass er nicht Mikros Befehl unterstellt war. Ich nickte und wollte diesen verdammten Ort so schnell wie möglich verlassen. Endlich kam mir jemand zu Hilfe, deshalb wollte ich ihn auf keinen Fall in Schwierigkeiten bringen. Ich trat aus der Zelle heraus und sah mich um. Schließlich hätte es sich auch um eine Falle handeln können. Als ich mich umdrehte, um mich bei meinem Ritter zu bedanken, war er bereits verschwunden. Ich war wieder ganz allein und hätte verschwinden können, wenn ich nur gewollt hätte. In Anbetracht des Monsters, das ich kurz zuvor auf dem Grund des Tümpels gesehen hatte, hielt ich es für keine gute Idee, schwimmend die Flucht zu ergreifen. Mir blieb somit nichts anderes übrig, als mir über die nicht enden wollenden Treppen einen Ausweg zu suchen. Gut. Tutorial beginnen und Dialog schließen. Ich finde es so lustig, dass es hier richtige Tutorials gibt und etc. In einigen Orten kannst du nach rechts und links scrollen. Führe dazu einen Cursor, dein Cursor. Den Fehler habe ich eben schon mal gemacht, da habe ich einfach das D nicht mitgelesen. Einfach an die Ränder des Spiels. Um dich im Spiel zu bewegen, klicke einfach auf die blauen Icons. In dieser Episode kostet dich durch das Fortbewegen keine Mana. Das ist, finde ich, auch sehr freundlich, weil das ist, mal kurz am Rande, Geld, also das Geld, mit dem man sich Klamotten und etc. kauft, ist in Eldaria dasselbe, womit du dich fortbewegst. Das heißt, Mana sind sowohl Geld als auch Fortbewegungspunkte, was schon ziemlich muss man, also ich finde, das ist ein bisschen schwierig dann. Mal schauen. Ja, und dann gibt es halt noch das Gold, aber das kostet echtes Geld. Also man sieht, das ist noch ein bisschen langsam. Ich glaube, normalerweise geht das schneller. Aber ja.
Das ist nicht halt noch dran, das ist. Also ich glaube, die Probleme werden jetzt dann auch mit der Zeit immer weiter gelöst werden. Also es ist jetzt einiges deutlicher gefixt als gestern. Gestern ging zum Beispiel das auch mit dem Garten nicht richtig und um die Seite war ja sowieso vollkommen. Und aber ich denke, das wird jetzt einfach mal mit den nächsten Tagen alles gefixt werden. Also das wird dann, denke ich, auch etc. Also alles Mögliche schneller gehen. Ich sag mal etc. Warum auch immer. Ich sah überall Blumen, wie ich sie zuvor noch nie gesehen hatte. Sie waren mir gar nicht aufgefallen, als ich hinabgestiegen war. Es war schön und beruhigend zugleich. So viele Treppenstufen zu erklimmen hat mich wirklich ermüdet. Im Laufe der Episode musst du einen aus mehreren möglichen Antworten wählen. Jede einzelne führt dich auf andere Wege oder kann die Zuneigung der Charaktere dir gegenüber beeinflussen. Wähle also weise. Also, da, das hier ist ja, okay, nee, das ist ja jetzt mit der Charizardo, mit der Charizardo werde ich Nefra Let's Playen. Mit meiner Mitsugi dann, Ezreal. Und da ich ja schon mal die Episode gespielt habe und sowieso auch schon im Französischen, weiß ich natürlich, wo ich hin muss. Also ich habe gehört, es gibt auch irgendwie einen Weg, dass man alle Bilder bekommen kann in einem Durchlauf, aber ich habe es noch nie geschafft. Also von daher, ja, also ich nehme den Ausgang links. Ich kam in einen langen Flur, der von warmem Licht durchflutet war. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber grundsätzlich, wenn ich aufnehme, ist mein Hals scheiße trocken. Ich beeilte mich, um nicht gesehen zu werden, doch dann prallte ich gegen eine Gestalt und fiel zu Boden. So viel also zum Thema unauffällig bleiben. Ein Mann trat auf mich zu. Ich glaube, das kommt von uns, oder? I'm not sure. Das habe ich mich schon eben gefragt gehabt. Das kommt das jetzt von uns oder von ihm? Also ich sag einfach mal, es kommt jetzt von uns. Out! So riecht's lecker nach Mensch. Es ist doch Zeit zu messen, oder? Fass dich nicht an! Ja, das, mein Lieben, ist der gute Nefra! Den feier ich auch. Hey! Ich sprang auf, stieß ihn von mir und flüchtete so schnell es ging. Run, Bitch! Run! Als ich in den Saal mit den vielen Pforten zurückkam, fiel mir jemand neben der Treppe ins Auge. Ich versteckte mich sofort hinter einer der Säulen. Diese mickrigen, dünnen Säulen? Wie passt du dahinter? Gott sei Dank hat er mich nicht gesehen und verschwand schnell hinter der Pforte am Ende der Treppe. Ja, das ist der gute Weinkörn, ja. Ich finde ihn so riesig. Meine Güte, ich kann kaum zwei Schritte tun, ohne über jemanden zu stolpern. Von hier zu verschwinden wird sich also schwieriger gestalten, als ich dachte. Ja, no. Achso, ich muss ja direkt in die Speisekammer. Ich depp. Ich trat in einen anderen Raum, bei dem es sich wie mir schien, um die Küche handelte. In der Mitte des Raumes befand sich ein Möbelstück, das an Bienendamen erinnerte. Die Regale und die vielen Lebensmittel beruhigten mich. Wo auch immer ich war, zu essen gab es reichlich. Ich versuche einfach mal so ihr Magengrummeln nachzumachen. Wie macht man denn bitte Magengrummeln nach? Mein Bauch grummelte. Mist, ich muss länger eingeschlossen gewesen sein, als ich dachte. Ich sterbe vor Hunger. Tja, und wie gesagt, ich weiß nicht, wie das Ganze hier ausgeht. Ich wollte mir gerade etwas Brot nehmen, als mich jemand am Handgelenk fasste, um mich davon abzuhalten. Oh, shit. Das ist der Ezreal. Jetzt habe ich Ezreal gesagt, shit, Ezreal, oh mein Gott. Na, wen haben wir denn da? Aha! Haben wir etwa Hunger? Hat dir denn niemand beigebracht, dass man nicht stiehlt? Es ist nichts, das wonach es aussieht!
Es handelte sich um einen in weiß gekleideten Mann mit langen Haaren, aus den Ohren herausschauten. Spitze Ohren? Langsam fragte ich mich wirklich, ob ich nicht, statt in den Pilzkreis zu treten, einen der Pilze gegessen hatte. Ja, das hätte ich mich an deiner Stelle schon längst gefragt. Ich hätte mal Fehler. Oh. Was machst du hier? Ich... Das kann doch nicht wahr sein. Du schon wieder? Ihr folgten einige Personen, darunter auch die zwei Männer, vor denen ich kurz davor geflüchtet war. So eine Riesenwolke. Was ist denn hier los? Leute, jetzt leckt es hier voll. Vorhin ging alles so richtig schnell und flüssig toll. Freue mich richtig hart. Dieses menschliche Wesen ist in den Kristallsaal eingedrungen und nun stiehlt sie unsere Nahrungsmittel. Das stimmt nicht, ich habe nichts gestohlen. Und warum war dann deine Hand gerade dabei, das Brot zu nehmen, als ich hereinkam? Ich wollte es mir zwar nehmen, aber ich kam doch gar nicht dazu. Aber der Gedanke zählt, eigentlich. Der Gedanke zählt. Ja, ich nehme noch auf. Ich hab so Paranoia schon deswegen. Ich wusste es. Sie hat uns die Milch und das Brot geklaut, das in der Speisekammer fehlt. Welche Milch? Ich habe keine Milch gestohlen. Aber das mit dem Brot gibst du zu. Oh Mann. Nein, ich wollte es zwar nehmen, aber ich... Also eigentlich war das ein Junge aus dem Refugium, der sich daran bedient hat. Ich habe ihm deshalb schon die Leviten gelesen. Das wollte ich dir eigentlich noch sagen. Und er hat frisch rasierte und glatte Achseln. Das gefällt mir. Ah, in Ordnung. Ich habe euch doch gesagt, dass ich das nicht war. Allerdings wurde auch das Labor der Alchemie eingebrochen. In das Labor der Alchemie. Es fehlt eine Drachenträne. Seht ihr? Das warst du! Gib uns sofort die Drachenträne zurück! Das Drachen kommt da gar nicht vor, egal. Was denn für eine Träne? Sowas habe ich nicht. Ich weiß ja nicht immer, wovon ihr da spricht. Und er witzt sie so hysterisch und sofort so... Du! Werft sie zurück in ihren Kerker und dieses Mal passt sie auf, dass sie auch dort bleibt. Vielleicht hilft das ja ihrem Gedächtnis auf die Sprünge. Nein, ich will nicht dorthin zurück. Wie oft muss ich es euch denn noch sagen? Wie soll ich denn bitte etwas gestohlen haben, wenn ich nicht einmal weiß, wie ich hierher gelangt bin? Sprich nicht in diesem Ton mit! Sie wollte gerade noch etwas sagen, aber der Mann mit dem Horn hat sie unterbrochen. Nico, bitte, wir können doch zumindest hören, was sie zu sagen hat, meinst du nicht? Nein, meine ich nicht. Because I'm a witch bitch. Boah, warum lädt das jetzt hier so lange? Es hat doch die ganze Zeit so flüssig gelaufen. Ja, keine Ahnung. Richtiges Deutsch? I don't know. Wie du meinst. Okay, also, junges Fräulein. Sprich, wir hören dir zu. Alle starren mich an. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Sie fängt an, ungeduldig mit ihrem Fuß zu wippen. Sage uns, wie du hierher gekommen bist. Ganz einfach. Aber, Ich erinnere mich nur, dass ich im Wald spazieren war. Dann bin ich auf seltsame Pilze zugegangen, die in einem Kreis standen. Und dann waren da plötzlich ganz viele kleine Lichter um mich herum. Ich wusste nicht, wie mir geschieht. Das muss ohne Zweifel ein Hexenring gewesen sein. Ein was? Warte, und so bist du direkt im Kristallsaal gelandet? Ja, als das Licht um mich herum verschwunden war, fand ich mich dort wieder. Aber das ist unmöglich. Dieser Saal wird strengstens bewacht. Ich spüre keine Unwahrheit von ihr ausgehend. Keine Ahnung, wie ich Neffer richtig sprechen soll. Also,
Ob ich den genauso tief wie Izumi spreche? Ich glaube, ja, ne? Bitte, ich möchte keine Schwierigkeiten. Ich möchte einfach nur zurück nach Hause. Leider ist dies unmöglich. Die Kreise erlauben die Reise nur in eine Richtung. Wie bitte? Bringt sie zurück in ihre Zelle. Wir holen sie da wieder raus, wenn wir einen Weg gefunden haben, sie zurück in ihre Welt zu schicken. Wie lange ich auch? 15 Minuten, ja gut. Also dann wird das schon mal in 30 Minuten war. Ich habe das bestimmt gecuttet. Nein, ich schon wieder schon mal sein. Warte. Es klingt so gestört. Jamal ist auf mich zugetreten, um mich wieder am Arm zu packen. Reflexartig bin ich einige Schritte zurückgewichen. Nein, nein! Ich will dort nicht wieder hin. Ich muss mal kurz was trinken. I'm sorry. Mein Hals gibt sonst irgendwann auf. So. Wenn ich so darüber nachdenke, wie bist du eigentlich dort herausgekommen? Boah. Ich glaube, ich resette mal ganz kurz die Seite. Vielleicht geht's dann schneller. So, resettet. Ich hoffe, es geht einfach irgendwie schneller. Keine Ahnung. Stimmt. Du sagst, du hast von nichts eine Ahnung. Aber du hast es irgendwie geschafft zu entkommen. Jemand hat mir die Zelle geöffnet. Nein, es geht nicht schnell. Badum, dum, 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 dum. Sofort, alle. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ein Mann war das, glaube ich. Er war ganz in Schwarz gekleidet und er hatte eine Maske auf. Das kann nicht wahr sein. Wir vergeuden hier unsere Zeit mit ihr, während er sich hier irgendwo herumtreibt. Jamal, komm mit, wir durchsuchen das Gebäude. Ich glaube, dem Kerker bin ich entgangen. Und sie in den Kerker. Das habe ich wohl vorstellen geurteilt. Der Mann mit dem gebräunten Haar verließ gemeinsam mit der Frau namens Nico und Jamal den Raum. Auch der Schwarzhaarige wollte gerade gehen, als er sich noch einmal zu mir umdrehte. Oder vielmehr zu der Person, die hinter mir stand. Herr Kero, der Kleine hat mir gesagt, er hätte die Lebensmittel irgendwo versteckt. Ich hatte aber noch keine Zeit danach zu suchen. Kümmerst du dich darum? Solltest nicht eher du dich darum kümmern? Oh nein, das fällt nicht in meinen Aufgabenbereich. Er hat den Raum verlassen und wirkte erheitert. Punkt, Punkt, Punkt. Das scheint dem gehörten Mann nicht besonders zu gefallen. Ich werde das Inventar im Labor der Alchemie überprüfen. Man weiß ja nie. Vielleicht ist dort auch etwas verschwunden. Ist das für dich in Ordnung, Kiro? Ja, natürlich. Er heißt also Kiro. Als alle den Raum verlassen hatten, blieben wir allein zurück. Also dann mal los in den Kerker. Folgst du mir? Nein, ich sage es jetzt zum letzten Mal. Dorthin gehe ich nicht zurück. Los. Lass uns gehen. Schrei nicht so. Ich habe vielleicht eine Idee. Ach echt? Welche denn? Wenn du mir hilfst, die Lebensmittel wiederzufinden, die der Kleine uns geklaut hat, ändert Nico vielleicht ihre Meinung zu dir und du kannst dir den Kerker sparen. Boah, Alter, mein Herz. Meinst du? In Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht auf den Kopf gefallen war, aber er schien mir deutlich freundlicher zu sein als die anderen. Das sollte ich ausnutzen, um mehr über diesen Ort zu erfahren. Wo sind wir hier eigentlich? Du bist in Eldaria, genauer gesagt im Hauptquartier der Garde von Ehl.
Eldaria? Was ist das? Die Welt der Fairies. Vielleicht hast du in deiner Welt schon einmal von uns gehört. Ich glaube, wir kommen vor allem in Märchen und Legenden vor. Du willst mir also weismachen, dass ihr Feen seid. Ja, so in etwa. Ja, das könnte man so sagen. Wie Tinkerbell siehst du dich gerade aus? Wie Tinkerbell, ey, wo ist auch ehrlich? Ja gut, ne, also. Haha, sie ist nicht die Einzige, die in den Märchen aus deiner Welt auftaucht. Du kennst Tinkerbell, woher? Peter Pan ist zwar ein Roman, aber, naja. Du hast von der Garde von Ehe gesprochen. Kannst du mir darüber mehr erzählen? Die Garde kümmert sich um alle Arten von Konflikten und Problemen in unserer Welt. Wir schaffen Ordnung und achten auf das Gleichgewicht der Magie von Eldaria. Das hört sich kompliziert an. So kompliziert ist es auch wieder nicht. Die Garde von Ehe unterteilt sich in vier große Abteilungen. Die Personen, denen du gerade begegnet bist, stehen jeweils am Kopf einer dieser Abteilungen. Ich erkläre bestimmt ein bisschen zu viel, oder? Du hast bestimmt nichts verstanden. Doch, ich glaube schon. Du hast vorhin von den Garden gesprochen. Ich bin neugierig und wüsste gerne mehr darüber. Ja, natürlich, gerne. Was möchtest du wissen? Also, eigentlich alles, was du weißt. Das ist ein bisschen zu kompliziert. Ich kann dir nicht alles auf einmal erklären. Sagen wir, die Garde von Ehe ist in vier Teile aufgeteilt. So wie ich es gerade erklärt habe. Hast du es soweit verstanden? Ja, das scheint mir nicht besonders kompliziert. Warte, es kommt noch. Auch wenn es nicht viele gibt, so herrscht doch eine Hierarchie unter den Garden. Wie du bereits weißt, steht am Kopf dieser Garde eine Person. Ich sag ihr auf meine Paranoia. Die erste Garde ist die Lichtgarde. Sie ist eine bestimmte Elite. Sie ist einer bestimmten Elite vorbehalten. Die wichtigsten Personen des Haku sind das Hauptquartier ist Haku, ich sag mal. Ich lese immer genau das, was da steht. Das Hauptquartier sind Mitglieder dieser Garde. Ihre Mitglieder kümmern sich um die Führung der anderen drei Garden. Und die Person, welche diese Garde anführt, ist Miko. Du solltest sie ja mittlerweile kennen. Ja, sie ist einer der ersten, die mir begegnet waren. Ich erinnere mich an ihren Namen. Die alle so. Weißt du, wenn man sie das erste Mal trifft, wirkt sie nicht besonders freundlich. Aber eigentlich ist sie sehr lieb. Sie hat einfach einen schwierigen Charakter. Ja, so kann man es auch sagen. Da kann man nichts machen. Also, wo war ich stehen geblieben? Du sprachst von der Lichtgarde. Ah ja, zu diesem Thema habe ich jetzt, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Komm, wir suchen weiter den Rest. Komm, wir suchen weiter. Den Rest erkläre ich dir auf dem Weg. Ja, wir suchen weiter den Rest. Boah, Alter, wieso, das Weiterschildchen, das darf sich hier langsam aber sicher auftun. Also, ich habe nichts dagegen. Hallo? Teilweise ist es ja immer noch sehr, sehr nervig. Also. Strecken. Au, das war echt. Und mein Ventilator. Hallo, der Pforte. Du darfst dich öffnen. Boah, ey, nee, jetzt ist das jetzt wieder. Weißt du, beim ersten Mal hat's geklappt. Weißt du, das ist so. Und jetzt, natürlich nicht mehr. Du und ich, wir gehen jetzt gegen Bubu vor und sagen ihm, Leute, ihr müsst das jetzt. Du und ich, ja genau du, ich rede mit dir. Ach komm schon.
Alter, ich krieg alles. Rico, Aggressionen! Ich kriege Aggression! What the fuck? So, ja. Ich muss auch gleich kontrollieren immer wieder. Was sind das für andere Garten, von denen du gesprochen hast? Sag mir, wenn ich so viele Fragen stelle, okay? Mir fällt gerade auf, die Dinger, die Türen etc., also links und rechts, die haben auch noch dieses so wie Exit und sowas, dieses so Schilder von wegen Treppe hoch, Treppe runter etc. Also da geht's runter, da geht's hoch. Lustig. Also es ist nicht ganz so altmodisch, wie ich immer, wie ich anfangs dachte. Aber das hätte ich mir vielleicht schon denken können bei der Brille. Keine Bange, ganz im Gegenteil. Es freut mich zu sehen, wie sehr du daran interessiert bist, wie es bei uns läuft. Mein Hund? Der hat auch Bedürfnisse. Nach der Lichtgarde stehen die anderen drei Garden auf einer Hierarchiestufe. Der Unterschied besteht in ihrer Spezialisierung und den Aufgaben, die den Fähigkeiten ihrer Mitglieder entsprechen. So, ich glaube, ab da müssten wir jetzt auch an dem Punkt sein. Nein, okay, noch nicht. Die Absinthgarde spezialisiert auf Alchemie und alles, was das Brauen von Tränken angeht. Einige sehr ausgefallene Spezies der Fähre sind in dieser Garde, wie zum Beispiel die Elfen. Jetzt habe ich die Stimme viel zu tief. Ja. Oh mein Gott! Ich habe die Stimme viel zu tief, verdammt! Einer von ihnen, Azriel, ist mit dem Kopf immer woanders. Du weißt schon, der mit dem blauen Haar. Ah ja, der mich vorhin so erschrocken hat. Genau der. Und die anderen zwei Gaben? Ich glaube, jetzt müsste es aber soweit sein. Unruhig. Lass uns weiter nach den versteckten Lebensmitteln suchen. Und ich erkläre dir auf dem Weg mehr. Auf dem Weg mehr. Versprochen. In Ordnung. Korridor der Garten. Halle vor. Er hat ein Cape, fällt mir gerade mal auf. Die haben hier alle irgendwie Mintel und etc. Er ist ein Einhorn. Mit Trollohren. Du hast es versprochen, mir mehr zu erklären. Du bist wirklich ungeduldig, was? Mal sehen, ob du alles behalten hast, was ich dir erklärt habe, okay? Wenn du willst, warum nicht? Perfekt. Also, was genau ist die Lichtgarde? Die Garde, die auf Alchemie spezialisiert ist. Die Garde, die über allen anderen steht. Die Garde, die über allen anderen steht. Muss ich schon gehen hier, voll unprofessionell. Sehr gut, dann wird es dir bestimmt auch nicht schwer fallen, den Rest zu behalten. Ja, na klar. Ich bin ja auch eine gute Schülerin. Oder ich bin einfach ein guter Lehrer. Ich kann schon teilweise die Dialoge schon. Ja. Oder ich bin einfach ein sehr guter Lehrer, ja. Ich kann die Dialoge schon vorsagen, bevor es soweit kommt. So, jetzt aber. Jetzt sind wir an dem Punkt. Dann mache ich, glaube ich, hier einen Cut. Habe ich hier wahrscheinlich gemacht. Ja. Hier gibt es einen Cut an dieser Stelle dann. Und den Rest habe ich dann einfach in den nächsten Part geschnitten. Also hier geht es dann auf den nächsten Part weiter. Oh Gott. Ich muss das eigentlich gar nicht so weit erklären. Ihr versteht das schon. Also dann. Tschüss.